Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Yo, Testserver. Wir sind auf dem Testserver 917. Und was bewegt uns? Es bewegt uns, wir fragen uns, der Tech-Tree, der Schweden, der reingekommen ist, ist der gut oder ist der nicht gut? Und das werde ich mit euch jetzt mal beleuchten. Und zwar meine bescheidene Meinung. Ich bin ja weder super Unikum noch guter Spieler noch Durchschnittsspieler. Ich bekenne mich in der Zeit momentan zu einem richtig deftig schlechten Spieler. Ich fahre so eine Scheiße zusammen seit anderthalb Wochen schon wieder. Das geht auf keine Kuhhaut und macht mich völlig wahnsinnig, dass ich schon fast wieder dran denke, mal wieder eine Pause zu machen. Weil wenn man nur rumbobbt, dann ist das so frustrierend. Boah, schlimm. Aber egal. Es soll um den Schwedenzweig gehen. Und ich sag's euch mal ganz ehrlich. Es gibt da den Heavy, nee, warte mal, mein Tech-Tree. Es gibt da den Heavy, den 10er Heavy, der ist geil in meinen Augen. Und es gibt die DD-Linie, die ist lustig, aber nicht zu gebrauchen. Meine bescheidene Meinung, denn ich sag mal, er sieht unglaublich witzig aus und hat auch irgendwie... Hier vorne, wer nicht weiß, was das ist zum Fangen von Heatgranaten. Da gehen wohl keine Heatgranaten durch. Naja, toll. Egal. Ich sag mal, dieser Tank hat ein Riesenproblem. Wenn er irgendwo steht, müsst ihr auf X drücken, dann senkt er irgendwie die Wanne so ab oder an oder stellt sie auf, dass ihr schießen könnt. Und dann mit diesem Angestellten, wir nennen es einfach mal jetzt die angestellte Version, in der angestellten Version oder hochgestellten Version, da könnt ihr euch nur noch im Schritttempo rechts, links, vorne, hinten. TD. Was passiert nun, wenn ein TD irgendwann aufgeht? Wir erinnern uns, der sechste Sinn ist sowieso für euch erst nach 3 Sekunden sichtbar, dass er an ist. Das heißt, ihr seid schon 3 Sekunden offen. Und dann braucht dieses Hoch- und Runterstellen von der Wanne mit X auch noch 2,5 Sekunden. Das heißt, ihr seid 5,5 Sekunden offen, bevor ihr auch nur drüber nachdenken könnt, ich gebe zu, mit einem sehr schnellen Rückwärtsgang irgendwo zu flüchten. Also ich persönlich glaube, dieses Ding ist, für mich ist es nichts. Außerdem ist die Tier 10 Kanone, macht nicht wirklich den Schaden, den ihr, ja, also für ein TD, klar, hat eine hohe Rate of Fire, aber nee, mehr, also, aber ich bin eh nicht so der TD. Ist nicht meins. Ist nicht meins. Meins ist aber viel eher schon die Heavy-Linie. Denn wie Quickie Baby schon so schön sagte, die Heavy-Linie hat den Tank mit dem wahrscheinlich stabilsten Turm im ganzen Game. Weil der hat einfach mal, wo war die Turmpanzerung hier, 225 Panzerung. Und jetzt guckt euch mal diesen Winkel an. Da könnt ihr mal locker von ausgehen, wenn ihr dann jetzt auch noch Hull down geht. Ja, also kann ich jetzt hier nicht simulieren mit dem in der Garage. Aber jetzt stellt euch mal vor, dieser Winkel verschwindet ja weiter. Der ist ja irgendwann nicht so, sondern der ist ja irgendwann... So, also ganz krass. Ich kann das noch nicht so ganz bestätigen, aber ich hatte in den ganzen Spielen auf dem Testserver auch noch keinen Hit, der durch den Turm ging. Also immer irgendwie glückliche Treffer von oben drauf auf die Cupola oder hier unten in die Wanne oder irgendwie ging es, aber nicht durch den Turm. Der Turm ist extremst hart. Und das noch mit den 12 Grad Gun Depression, das ist mal richtig geil. Und das könnte wieder so ein Ding sein, dass man sagt, hey, das ist ein Riesenvorteil gegenüber anderen Tanks. Das könnte auch etwas sein, was mich wieder reizt im Spiel und wo ich, ich glaube, ich werde den leveln. Denn irgendwie, das ist schon lustig. Ich habe noch nicht so ganz den Zugang zu bekommen auf dem Testserver. Spielen eh alle mal wieder verrückte Hühner. Aber 0,34er Präzision mit dem, was ich jetzt hier drin habe, mit der schlechten Mannschaft, sage ich mal, ist schon ganz in Ordnung. Was mich total abfuckt und total nervt, ist mal wieder, ihr fangt an. Na ja, gut, ich fange mit dem Fünfer ja meistens an. Viermann-Crew. Super. Also ich, wir erinnern uns noch kurz, ich besitze den Goldtank der Schweden und der Goldtank der Schweden hat eine Dreimann-Crew. Ja, liebes Wargaming. Warum vier gewandt? Viermann-Crew. Oh! Dreimann-Crew. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem vierten Mann? Ja, den schmeiße ich wohl in meine Garage zum Vergammeln. Ist doch kacke. Denn der hat ja auch Ausbildung bis dahin genossen. Das könnten doch die anderen.
Und wozu habe ich einen Goldtank? Und der Goldtank, ich sag mal, der ist nun gerade schon, das verstehe ich nicht. Der Goldtank ist ein, soweit ich weiß, ist das doch ein Met, oder? Egal. Met oder Light. Wo bist du? Da bist du. Das Ganze ist ein Met. So, jetzt guckt euch mal an. Ich habe also einen Met-Goldtank und ich habe aber hier Mets in-game, die ein Crewmitglied mehr brauchen. Habt ihr euch das nicht überlegt, liebe Wargamer? Nee? Nicht mal drüber nachgedacht, irgendwie vielleicht, wenn schon alles, es ist ja eh alles nur so halb original mit den Scheiß-Tannen-Panzern hier, ey. Warum macht er dem da nicht eine Vier-Mann-Crew rein, eine Drei-Mann-Crew rein? Das verstehe ich nicht sowas. Ärgert mich total. Ärgert mich total. Ist lästig. Na gut, wenigstens der Zehner. Ach so, jetzt verstehe ich's. Wargaming möchte, dass man hier, dass man sich ho durchkauft bis zum Achter. Ah, bing, Groschen gefallen. Commander verstanden. 100.000 Gold aufladen und durchkaufen bis zum Achter. So ist es wohl gemeint, oder? Scheiße. Das ist wirklich scheiße. Naja, können wir nicht ändern, ist halt so, aber ärgert. Also, ja, ich glaube, was ist noch zu sagen vor dem Teil? 0,36er Präzision mit meiner Mannschaft 0,34. Vielleicht kommen wir da auch irgendwann, ich weiß nicht, wie oft der brennt, dass man vielleicht mit Sondergütern wieder fährt. Was haben denn die Schweden eigentlich? Toastbrot? Also ich meine Vasa? Aha. Zimtkekse? Zimtkekse sind doch nicht. Also Köttböller hätte ich jetzt noch verstanden, aber na egal. Ich glaube, ich verstehe so einiges nicht hier. Ich glaube, ich bin nicht von dieser Welt momentan. Ich bin auch bockig, ich bin auch bockig. Ich verstehe sowas nicht. Ich will das verstehen. Das sollen sie nicht machen. Ah, das ist nicht gut. Zimtkekse. Zimtkekse, Schweden. Hä? Geht's noch? Mann. Mann, 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 Mann. Das ist nicht IKEA-like. Naja. Auf jeden Fall panzerungstechnisch ein geiles Auto. Mobilität ist auch völlig in Ordnung. Er soll wohl 60 fahren können. Ich habe ja neulich gelernt, wo die Höchstgeschwindigkeit steht. Die steht nämlich unter Entschuldigung, unter Mobility 60. Die 60 habe ich allerdings in-game noch nie erreicht. Insofern. Aber 50 fährt er relativ flott, dreht sich auch relativ flott. Ist schon in Ordnung, sage ich mal. Ist in meinen Augen, glaube ich, ein schlüssigeres Paket als der 57 Heavy, der nämlich nicht so richtig die geile Panzerung hat. Und der ist auch, glaube ich, noch ein Ticken mobiler wie der 57 Heavy. Der 50B hat einen schlechteren Turm. Also ich würde mal sagen, von denen, T57 Heavy, wir können ja mal. Oh, Premiere. Premiere. Wir können die Dinger ja mal, wir können die Dinger ja mal vergleichen. Ach, wir haben ja hier noch welche im Vergleich drin. Also, den Kranwagen. Wieso ist der Kranwagen zweimal da drin? Warum, warum, warum? So, dann machen wir mal den T57 Heavy rein. Das sind nämlich hier die Zehner und das sind hier die. Ach, ich hätte es ja mal vorbereiten können, war? Aber habe ich nicht. So, und die Franzacken. Oder wann muss ich erst auf Add drücken? Ja, ich sollte erst auf Add drücken. Und die Franzacken noch. Und wenn wir. Warum ist der zweimal drin? 30B, 50B. Alles klar. Verstehe auch ich. Roger that. So, jetzt können wir uns das mal hier angucken. Die Firepower, also das bedeutet, dass er pro Zeiteinheit, ich weiß nicht, wahrscheinlich schneller. Naja, die Rate of Fire ist durch den höheren Reload besser beim 57 Heavy. Okay. Ich glaube, der ist um die 20 irgendwie der Reload und hier sind es eher 25. Na, spielt für mich persönlich, finde ich, kann man meistens eh nicht so ausspielen. Aber gut, okay, da bin ich vielleicht zu schlecht zu, kann durchaus sein. Turret Traverse ist durchaus in Ordnung, dass er nur die 26 hat, fand ich jetzt nicht so schlimm. 12 Guard Gun Depression ist natürlich mördergeil im Gegensatz zu dem 8. 8 ist gut, aber 12 ist natürlich deutlich besser. Und Panzerung Turm ist natürlich, ist er auch klar der Gewinner. Wanne, Wanne, klar, Wanne, aber gut, das, ich finde, Wanne spielt beim 57 Heavy auch nicht überhaupt nicht die Rolle, weil jeder ihm in die scheiß Backen reinschießt und insofern ist das völlig. Aber Turm, dass du Huldown stehst und sowas, nur Turm zeigst, kann schon öfter mal vorkommen, durchaus. Ja. Ich finde, klar, der 57 Heavy hat durchaus. Range ein bisschen besser, aber trotzdem spielt das mal auf dem Testserver das Gerät. Das ist wirklich,
Ich finde den, von den dreien, ich habe ja alle drei jetzt auch schon gespielt. D57 Heavy habe ich selber, 50B habe ich auf dem Testi gespielt. Ich finde den von den dreien ist es das schlüssigste Paket, wenn man das mag. Und da ich eh nichts weiter zu tun habe, ich sag mal, ich könnte zur Grille noch weiter leveln, das kotzt mich aber an, weil die Grille irgendwie. Nee, Grille ist nicht meins. Ich könnte weiter die Artis durchleveln, aber das ist auch nicht meins. Ich könnte die Schweden jetzt als nächstes machen. Und das wird auch so sein. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir schalten jetzt einfach mal in den Game rein, oder? Gute Idee. Bis gleich. Brrr, Commander ist frustriert. Haben wir ja schon Frustbier geholt hier. Irgendwie. Ich will doch einfach nur zeigen, was der Turm kann. Und, ey, ich komme immer in Battles, wo die ganzen Mongos auf dem Test-Server entweder alle nach 2 Sekunden tot sind oder wo keiner mehr an den Huldown-Locations, die es sonst in jedem Game zu Tausenden gibt, weil WoT ein Camperspiel ist. Nö. Ein Test-Server wäre eigentlich auch typisch, dass alles rüberfährt. Alles fährt rüber. Ey, heute fahren wir mal rüber. Test-Server ist so scheiße. Du kannst mittlerweile noch nicht mal mehr deine verfickte Panzerung testen, weil keiner das macht, was sie normal alle tun. Ganz ruhig. Ist alles nur ein Spiel. Ganz ruhig. Aber es. Die Holdown-Fähigkeit. Mäh. Guck mal, wie schön das geht hier. Ich kann ganz wenig von meinem Tank zeigen. Ganz wenig. Schon wieder Angst. Schon wieder Angst. Schon wieder eine Batchet neben mir. Schon wieder Angst. Wahnsinn. Boah. Duba. Aber ich will auch nicht dich beschießen können. Ich weiß, dass es geht. Ich will, dass du auf mich schießt, Kollege. Du sollst auf mich schießen. Er schießt nicht auf mich. Mann, schieß doch mal auf mich. Ich bin Huldown. Ich will testen hier. Ich mach hier. Ey, komm. Hallo, Grille? Geht's noch? Soll ich mal mein Magazin auf dich entladen? Ey, dann. Langsam bin ich schon wieder. Ich lade mal und ich habe die nächste Möglichkeit. Ich stelle mich dahin, wo die IS-4 steht. Geil, dass keine Arti ist. Das ist schon mal gut, weil Testserver mit einer Arti macht nicht wirklich Sinn. Weil du kannst überhaupt nicht zeigen, was deine Panzerung kann. Ja, ich bin ja da, ich bin ja da, bin da, bin da, bin da. Bin da? Ich drücke jetzt Test. Frustbier zeigt schon Wirkung. Ich drücke hier auf den falschen Knopf. So, pass mal auf, E4. Hier, komm. Starker Turm. Ach, jetzt schießt der daneben. Kann ich aber auch daneben schießen. Ohne Problem. Lass den E4 am Leben. Ich will, dass der auf mich schießt. Der soll. Ich werde wahnsinnig. Es gibt doch wohl noch in diesem vergrützten Game jemand, der auf mich schießen will. Madre mio, ey. Es ist mir nicht vergönnt. Diese verfickten Huldorn-Positionen, die man anfahren will, sind mir nicht vergönnt. So, aber da oben wird alles campen. Das heißt, ich habe die nächste Möglichkeit vielleicht irgendwie. Hier ist nicht richtig Huldown. Hier kann er mir sowieso durch die obere Wanne zimmern. So, jetzt lass mich mal aufgehen. Geh mal auf. Ey, ich wünsche mir jetzt Sachen schon, die hätte ich mir noch niemals im Real Game gewünscht. Oh, jetzt. Oh, ich bin offen. Ah, aber ich bin zu hoch. Ich bin nicht komplett Huldown. Das heißt, es ist mehr als mein Turm zu sehen, wette ich. Oh, was ist das da? Thema vor lauter. Ist doch Kacke, ey. Leute, es ist doch Kacke. Ich will die Holdown gehen. Ich will zeigen. So wird's nix. Ich bin deprimiert. Was ist denn los hier? Kann ich mal irgendwie eine Sache klappen? Bock. So, da müssen wir halt. Ah, der fährt auch so hier. So ein bisschen grundlaggy ist der schon, wa? Der Test-Server. Hello, Mr. E4. Das ist deine Hausecke, würde ich denken. Können wir mal was anderes ausprobieren, aber das. Ich würde mal sagen, da werde ich jetzt wahrscheinlich sterben. Ich muss dann durch die Pampe da unten durch. Ich glaube, der hat gerade geschossen. Aber durch die Pampe muss ich durch, da hinten durch. Das heißt, er sieht mich.
Ich mache Unsinn. Oh, geil. Ha! Lass den am Leben! Ich will, dass der auf mich schießt! Hier, schieß auf mich, ich bin da! Hier, schieß auf mich! Hat nicht auf mich geschossen. Leo. Ja, ich stehe zu hoch. Leo, warte ein Sekündchen, ja? So, Leo, jetzt. Komm, komm hoch. Ja, ja, danke. Sehen wir was? Nein, wir sehen nichts. Da Wargaming ist nicht für nötig, hält die Abpralle da wieder reinzumachen. Ich könnte Reports schreiben an Wargaming, dass es nur so rumpelte. Ich finde, manche Sachen sind wirklich schlechter, als es früher war. Früher hast du die Abpraller. Jetzt kommt doch mal da einer raus. Komm, Batchit. E5CM. Hier, ich zeig mich sogar nochmal. Hier, komm, ich bin da. Schieß mal auf mich. Ja, komm, Leo. Nein, jetzt bin ich wieder zu hoch. Naja, doch, geht ja. Leo, komm, mach die Stahlwand. Ey, schieß doch nicht auf dich, Leo. Komm. Na komm, schieß mal. Nein, IS-4! IS-4! So geil, wie die Kugel nachladen. Geh weg, IS-4. Ich will die ganzen Abpraller. Geh weg. So. Der hat jetzt erstmal eine kaputte Kanone. Hallo. Liebe Feinde, schießt auf mich. Kann man hinter einer IS-4... Na, hier bin ich jetzt auch nicht mehr Huldern. Nächste. Ah. Nee. Dieses Game eignet sich auch nicht so ultimativ, Panzerung zu zeigen. Hier vielleicht nochmal... Ich sollte doch dieses Gemüse mal ausschalten. Ey, das ist ja vielleicht nervig. Ja. Auch schon wieder einen blauen Teamkiller im Game hier. Es läuft bei uns also. So, jetzt müssen wir uns langsam mal den Arsch frei halten, weil der Kranwagen, der gegnerische. Jetzt haben wir so lange rumgeeiert hier, um zu zeigen, was so möglich ist. Dass wir jetzt die Feinde im Arsch haben. Jo. Da können wir nichts gegen tun. Außer die Feinde bekämpfen. Das tun die Feinde aber auch mit uns. Ja. Tja. Es ist Testserver-Gegurke. Na gut. Spielen wir mal mit hier. So. Ich schmeiß mal meinen letzten Reload. Vielleicht tut die Grille mir nochmal einen Gefallen, wenn ich Huldown bin. Nö. Tut sie nicht. Ich habe auch überhaupt gar keinen Bock auf den Testserver. Es 1100. Das schaffst du mit jedem Leopard 1 zu bouncen. Das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Ich versuche noch ein anderes Game. Ansonsten müsste... Brauche ich eigentlich gar kein Video zu machen, ganz ehrlich. Also ich würde das sehen wollen, was der kann vom Turm her. Zum Kotzen. Ich bin noch schneller. Bis gleich. Es will nicht gelingen. Also bestimmt jetzt schon 8 Games. 8 Games versuche ich, eine vernünftige Runde für euch zusammenzukriegen. Und die Teams auf dem Testserver, die sind so strunzdumm. So gehirnamputiert. Die haben so einen Sockenschuss. Alter, die haben nicht alle Latten am Zaun. Die sind so dämlich. Die sind so oberkrass. Bananen dumm. Das gibt einfach kein vernünftiges Gameplay. Du stehst an den Stellen. Ich brauche nun mal einfach Schuttberge. Und ich brauche nun mal einfach irgendwie eine gewisse Bewegung, damit das Ganze funktioniert. Aber nee. Grille, komm, jetzt zeig du doch mal, dass du irgendwie auf mich schießen kannst. Bitte, Grille, ich schieße. Batchet, ey. 100. Was bist du? So, das mussten wir jetzt mal rausschneiden. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit dem 113er. Die war nicht schön. Und die war
Oh Mann, ey. Was ist das für ein Mongo? Grille 15, gebounced. Präzision der Gun. Oh. Wow. Mann, wer schiebt. Alter, ey. Meinst du es eigentlich ernst? Meinst du es. 113er. Ich bitte dich. Du bist doch gar nicht so dumm, wie du aussiehst, oder? Okay, jetzt machen wir's. Also, wir haben hier den Kollegen Azal aus Russland. Der ist genauso dämlich. Tja, Männers und Frauens. So ist es. Ich bin aber auch nicht traurig, dass ich jetzt auf dem Testserver gebannt bin. Weil, ganz ehrlich, es steht mir bis hier. Testserver steht mir bis hier. Es tut mir echt ehrlich und aufrichtig leid, dass ich für euch kein vernünftiges Material habe. Und ich konnte leider auch keine Replays von anderen Leuten. Epix hat ein ganz vernünftiges, konnte ich leider auch nicht starten. Gab eine Fehlermeldung. Also insofern, es war mir nicht vergönnt. Aber ich glaube, wir können den anderen großen YouTubern trauen, wenn die sagen, dass der Turm was kann. Und ja, es war mir nicht vergönnt. Noch nicht mal nach zwei Frustbrier. Egal, aber ich habe jetzt auch. Testi ist für mich jetzt gestorben. Ich habe da keinen Bock mehr zu. Und so eine Idioten wie der 113er, dieser verfickte Vollidiot da. Ich meine, ich habe ihn noch nicht mal eine Position weggenommen, noch nicht mal bedrängt. Und der Typ ist einfach ein kleines, windeltragendes russisches Kleinkind. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.